Paul und Nina sind besorgt, dass ihre Tochter sich ihnen gegenüber so verschließt. Sie hoffen, dass Sabrina mit ihrer Freundin Tabea während ihres gemeinsamen Abends endlich einmal den Schrecken des Unfalls vergessen kann. Aber die beiden Freundinnen haben offenbar Stress miteinander. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn zwischen den beiden? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt raus da und klär das. Sagt mal, ihr Bein, was ist denn bei euch hier los? Denk einfach nochmal drüber nach, bitte. Sabrina, was ist los mit dir? Sag mal, wieso weint sie? Was ist denn hier sorry, passiert zwischen keine euch? Ahnung, was mit Sabrina los ist, aber ich melde mich einfach wieder, wenn das alles wieder sich normalisiert hat. Aber ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr drauf, ja? Ich verstehe euch beide nicht, wirklich nicht. Ich verstehe Sabrina auch nicht. Anwältin Brigida Braun hat indessen erfahren, dass es neue Ergebnisse aus der kriminaltechnischen Untersuchung des Unfallwagens gibt. Sie wird schon von den ermittelnden Beamten erwartet. Also die Kriminaltechniker haben das Auto komplett durchgeguckt, ja, haben jede Menge Spuren sichergestellt. Okay. Und sie haben auch unter anderem in der Fußmatte im Fahrerraum jede Menge Spuren und Fasern gefunden. Diese werden gerade im Labor untersucht. Am Fahrzeug selber wurde nichts weiter verändert. Okay. Und damit kommen wir zu meinem weiteren auffälligen Beweis. Ach, jetzt wird's spannend. Den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ja, klar. Also der Fahrer, der mutmaßliche Fahrer, hat ja ungefähr meine Größe. Ich bin jetzt 5 cm größer. Okay, 1,85. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Passen Sie auf. Okay, verstehe schon. Sie sehen? Sieht unbequem aus. Mein Kollege hat ja gar nicht die Möglichkeit, da vernünftig einzusteigen, geschweige denn das Fahrzeug sicher zu lenken. Das ist ja unmöglich. Ja, aber Herr Schuster, Frau Stern, wollen Sie mir damit klar machen, dass es diesen Nick, diesen Fahrer des Fahrzeugs, gar nicht gibt? Das ist möglich. Vielleicht ist das ja nur irgendwie so ein Hirngespinst von den beiden Mädels. Ich habe ja so eigene Recherchen angestellt und mich ein bisschen umgehört. Jedenfalls war ich zu guter Letzt in der Bar, in der zuletzt meine Mandantin mit ihrer Freundin war. Der Barkeeper, ein gewisser Tim Konrad, war sehr, sehr nett und erzählte mir, was er beobachtet hat. Und er beobachtete, dass meine Mandantin mit ihrer Freundin und diesem jungen Mann, den sie da kennengelernt haben, diesem Nick, die Bar verlassen haben gemeinsam. Also wir werden auf jeden Fall diesen Tim Konrad jetzt mal zu uns aufs Revier vorladen, das ist ganz sicher. Genau. Dann werden wir ja hören, was er uns zu sagen hat. Jawohl. Und ich werde natürlich meine Mandantin mit diesen Erkenntnissen konfrontieren. Da bin ich auch gespannt, was sie mir dazu erzählt. Ja. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung. Hoffen wir mal. Gut, dann kommen wir bald wieder zusammen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss. Kommt gut heim. Danke. Die Ergebnisse der KTU sind wirklich hochinteressant. Also dieser ominöse Nick, der ja laut Beschreibung 1,85 groß gewesen sein soll und athletisch gebaut, kann nach den Aussagen der KTU das Auto nicht gefahren haben. Es müsste eine sehr viel kleinere Person sein. Ich frage mich nur, wer soll denn das bitte gewesen sein? Also das muss ich herausfinden. Sabrina hatte ausgesagt, dass ein großer junger Mann namens Nick den Wagen gefahren hat. Doch das scheint den neuesten Erkenntnissen der KTU nach unmöglich. Die Anwältin fragt sich, warum ihre Mandantin sie angelogen hat. Gemeinsam mit Sabrinas Mutter stellt Brigida Braun die 17-Jährige zur Rede. Frau Braun, was macht ihr denn hier? Hallo. Ich wusste gar nicht, dass ich heute abgeholt werde. Nein, es ist was dazwischen gekommen. Frau Braun muss dringend mit dir reden. Was gibt's denn? Also, Sabrina, ganz ehrlich, ich bin sauer. Ganz ehrlich. Also, mittlerweile weiß ich mit Bestimmtheit, dass du mir die Unwahrheit gesagt hast, was Nick anbelangt. Du und Tabea, er sagt mir die Unwahrheit, ja? Und ich sag dir ganz ehrlich, Sabrina, ich kann dir nicht helfen, wenn du mich anlügst. Ich kann so nicht arbeiten. Wie kommen Sie denn jetzt auf einmal da drauf? Hinterm Steuer kann niemand gesessen haben, der 1,85 groß war. Du hast mir erzählt, dieser Nick ist ein großer Mann, 1,85 groß. Der Sitz war so eingestellt, dass er im Prinzip auf euch passt, auf dich und auf deine Freundin, also auf eine zierliche Person. Und jetzt, Sabrina, möchte ich wissen, verdammt noch mal, wer saß hinterm Steuer zum Unfallzeitpunkt? Meine Güte, dann haben wir uns halt bei nichts Größe vertan. Das kann doch wohl mal passieren. Ich meine, es war dunkel, wir hatten getrunken. Ich kann mich sowieso nur noch verschwommen an alles erinnern. Sabrina, ich sag dir eines. Du verschweigst uns was, das ist uns mittlerweile klar. Aber ich sag dir eines. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mich anlügst. Das geht gar nicht. Was macht die Polizei hier? Weiß ich nicht.
Guten Tag, Herr Schuster, Frau Stern. Hallo. Wir wollten mit dir sprechen, aber haben gedacht, wir warten nochmal nach Schulschluss hier ab. Was ist los? Ich habe meine Aussage doch schon längst gemacht. Ja, wir haben aber noch ein paar Hinweise bekommen und denen müssen wir nachgehen. Also wäre schön, wenn du uns zur Wache begleiten möchtest. Genau. Wir müssen da deine Aussage noch mal ergänzen. Geht es etwa um Kathi Berger, das andere Unfallopfer? Was Kathi Berger betrifft, kann ich dir gute Neuigkeiten verkünden. Hier ist sie mich aufgewacht, Zustand ist stabil, heißt, sie ist außer Lebensgefahr. Nichtsdestotrotz müssen wir mit dir auf der Wache sprechen, ja? Bleib dabei. Ja, also wenn du uns bitte begleiten möchtest. Hat das was mit diesem Fahrersitz zu tun? Das ist jetzt doof, das wollen wir jetzt nicht hier draußen. Wir müssen die Aussage auch protokollieren. Also wir möchten wirklich jetzt gerne auf die Wache. Das gut. Muss doch möglich sein. Sabrina, dann geh mit. Ich komme natürlich auch mit. Ich fahre hinterher. Ja? Okay. Ich stehe meiner Mandantin zur Seite. Sabrina, wir sehen uns sofort. Jetzt mache ich mir wirklich ernsthafte Sorgen um Sabrina. Es geht ja nicht nur um einen Kinderstreich, es ist wirklich ein Unfall passiert. Ich hoffe endlich, dass die Anwältin sie überzeugen kann, die Wahrheit zu sagen. Sabrina Wolf hat sich bei einem schweren Verkehrsunfall ein Auge verletzt. Eine junge Frau schwebt nach dem Zusammenstoß in Lebensgefahr. Die 17-Jährige hat ihrer Anwältin Brigida Braun und den Polizisten erzählt, dass sie und ihre Freundin Tabea Schöller mit einem Mann namens Nick gefahren sind. Doch die ermittelnden Beamten haben eine Zeugenaussage, die Schülerin schwer belastet. Angeblich soll sie selbst am Steuer gesessen haben. So, Sabrina, wir haben Grund zu der Annahme, dass nicht dieser ominöse Nick gefahren ist, sondern du. Was? Ja, du musst nicht zur Sache aussagen und musst dich auch selbst nicht belasten. Genau, möchtest du aussagen? Ich rate dir zu schweigen in so einer Situation. Ich war es doch gar nicht. Die Sitzeinstellung ist genau für eine Person in deiner Größe. Aber ich bitte Sie, also Herr Schuster, Frau Stern, das reicht doch vorne und hinten nicht. Also ich bitte zu bedenken, meine Mandantin, und das wissen Sie, das ist ja in Ihren Akten, war mit Ihrer Freundin in einer Disco, Sie waren alkoholisiert, es war Nacht. Sie, das ist nun mal mit 17 so, Sie kannten diesen Mann nicht. Also Entschuldigung, wir wissen doch alle, wenn jemand nicht geübt ist im Einschätzen von Größen und Längen und so weiter, der vertut sich doch ganz schnell. Unter Umständen ist dieser Nick tatsächlich sehr viel kleiner, als Sie sich das vorgestellt haben. Also willst du nicht doch lieber die Wahrheit sagen? Jetzt setzen Sie sie nicht unter Druck, bitte. Sabrina, deine Eltern sind da. Okay, du kannst mal rasch mit ihnen sprechen, aber wir unterbrechen das hier nur, es geht weiter. Und wir kommen wieder, meine Tasche ist ja da. Ja, können Sie hier lassen, wir bleiben hier. Ich frage mich wirklich, wer ist denn diese ominöse Hinweisgeber? Also da fällt mir nur eine Person ein, dieser Barkeeper, dieser Tim Konrad. Nur ich frage mich jetzt, warum ändert er seine ursprüngliche Aussage und belastet meine Mandantin? Jetzt Sabrina behauptet nach wie vor, sie ist das Unfallauto nicht gefahren und ich glaube ihr. Tja, am besten ich mache mich gleich auf den Weg und befrage diesen Mann direkt. Anwältin Brigida Braun hält es für möglich, dass der Barkeeper Tim Konrad der Polizei den anonymen Hinweis gegeben hat, der ihre Mandantin schwer belastet. Immerhin kennt er Sabrina und ihre Freundin Tabea aus der Bar, in der die beiden gefeiert haben. Doch warum sollte er seine ursprüngliche Aussage geändert haben? Ja. Tut mir leid, wenn Sie was Besseres erwartet haben. Herr Konrad, ich störe Sie ungern, aber ja. Es geht um den Unfall von neulich. Da hätte ich ein paar Fragen. Tabea, ich habe Sie gesehen. Sie müssen sich nicht verstecken. Wären Sie so nett? Kommen Sie doch hierher. Ich beiße nicht. Allerdings bin ich doch etwas überrascht, Sie hier zu sehen. Herr Konrad, weswegen ich überrascht bin, ich meine, Sie haben mir bei unserem ersten Gespräch ja erzählt, dass Sie Tabea meine Mandantin Ihnen nur ganz flüchtig bekannt sind und nur vom Sehen. Aber Sie sind doch sehr vertraut. Ja, ich habe Sie in der Bar kennengelernt, wir haben die Nummern ausgetauscht und das war's. Ich weiß auch nicht, was Sie das angeht. Ja, ich weiß nicht, ob es mich was angeht, aber nee. Es überrascht mich doch, weil diese Konstellation ist jetzt zu diesem Zeitpunkt doch etwas bemerkenswert. Nichtsdestotrotz, weswegen ich eigentlich hier bin, Herr Konrad, bei der Polizei ist ein Hinweis eingegangen. Der Hinweisgeber behauptet, dass meine Mandantin Sabrina den Unfallwagen gefahren ist. Herr Konrad, ich komme da auf Sie, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, so ganz instinktiv.
Und ich frage mich, warum Sie heute etwas anderes erzählen als ursprünglich. Warum wollen Sie meiner Mandantin eigentlich schaden? Ich habe gar nichts erzählt, nichts und niemanden. Aber vielleicht fragen Sie einfach mal die Freundin Sabrina. Ich glaube, sie ist auch nicht so ein Unschuldslamm, oder? Jetzt würde ich gerne da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Danke, tschüss. Ja, viel Vergnügen noch, nicht? Wiedersehen. Meine Güte. Oh, Mama, what you do to me? Rechtsanwältin Brigida Braun ist von der Aussage Tim Konrads irritiert und hat das Gefühl, dass er nicht mit offenen Karten spielt. Die Juristin will noch einmal unter vier Augen mit Sabrina sprechen. Sie will sie fragen, ob sie von der Beziehung zwischen dem Barkeeper und Tabea weiß und ob sie eine Erklärung für das Verhalten des Barkeepers hat. Sabrina, bitte! Frau Braun ist da, sie möchte mit dir reden. Sie ist auf. Wie, sie ist auf? Ja. Ja, und keine Sabrina. Hat sie irgendwelche Freunde? Wo sie hingegangen? Ich weiß momentan gar nichts mehr. Sie spricht doch nicht mehr mit uns. Okay, aber so weit kann sie nicht sein. Sie hat ja keinen Führerschein, kein Auto. Eventuell Fahrrad? Das Fahrrad. Fahrrad, okay. Paul, das Fahrrad ist weg. Nein, scheiße. Wo kann sie denn hin sein? Ich schlage Folgendes vor. Sie machen zu Fuß, machen sich auf, erkunden die nächste Umgebung hier. Ich springe ins Auto und ziehe weitere Kreise. Einer von uns wird sie finden, okay? Wir bleiben per Telefon in Verbindung, einverstanden? So machen wir das. Bis gleich, Frau Braun. Ja, bis gleich. Da Sabrinas Handy bei dem Unfall zu Bruch gegangen ist, kann sie niemand mobil erreichen. Die Anwältin muss Sabrina finden, bevor die Polizei erneut mit ihr sprechen will. Denn eine Flucht gleicht einem Schuldeingeständnis. Wenn sie weit weg will, wäre Bahnhof eigentlich die richtige Adresse. Aber was will sie beim Bahnhof? Das ist, na, keine Ahnung. Okay, ich fahre trotzdem für alle Fälle in die Richtung. Einverstanden? Ist in Ordnung. Gut, wir suchen auch weiter. Frau Wolf, ich melde mich, wenn ich Sie sehe, wenn ich Sie habe. Einverstanden? Ich lege jetzt mal auf. Ja, danke. Okay, bis später. Rechtsanwältin Brigida Braun entdeckt ihre verzweifelte Mandantin schließlich und ist sofort alarmiert. Hat Sabrina sich erneut verletzt? Sabrina! Mein Gott, Mädchen! Gott im Himmel, was ist denn passiert? Hast du dich verletzt? Nein. Was ist los? Ich bin bloß mit dem Hinterrad weggerutscht. Ich hab dich gesucht. Ich musste mit dir reden. Ja? Hm. Ich war bei diesem Barmann gewesen und ich dachte, mich trifft der Schlag. Weißt du, wen ich dort angetroffen habe? Die Tabea. Die beiden sind zusammen. Also ich staunte Bauklötze, denn ich meine, der hat uns erzählt oder mir erzählt, dass er euch ja nur ganz flüchtig kennt. Aber er ist mit dir richtig vertraut. Lange Rede, kurzer Sinn, die sind zusammen. Sag mal, was hat das zu bedeuten? Weißt du was? Was denn? Der Tim hat uns erpresst. Wie bitte? Nachdem wir aus der Bar raus sind, ist er noch ein Stück mitgekommen und er hat gesehen, wie Tabea das Auto gestohlen hat. Bitte, Moment mal. Sie hat das Auto gestohlen, habe ich richtig gehört? Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Das war alles so bescheuert. Jetzt erzähl mal, bitte. Erzähl mal. Wir haben gesehen, wie so ein Typ mit dem Auto angefahren kommt und das abschließt und den Schlüssel einfach in den Briefkasten wirft. Okay. Kam auf die bescheuerte Idee, den Schlüssel aus dem Briefkasten zu fischen und mit dem Auto nach Hause zu fahren. Also, wer ist gefahren? Tabea ist gefahren. Der Tim hat uns nach seiner Falschaussage bei der Polizei erpresst. Und er wollte, dass wir mit ihm schlafen, damit er uns nicht verrät. Aber ich konnte das nicht. Was für ein Widerling. Mensch. Weißt du was? Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weil die Katze aus dem Sack zu lassen, die Wahrheit zu sagen. Du erleichterst dich und vor allen Dingen, du musst aus der Schusslinie kommen. Die Polizei hat sich total auf dich eingeschossen, sozusagen. Sie hat dich im Fokus. Verstehst du? Ja? Ja. Wir fahren jetzt zur Polizei. Geht's bei dir einigermaßen? Mhm. Ich rufe deine Mutter an, ja? Deine Eltern, die kommen hinterher. Und wir fahren zur Polizei. Du schließt mal das Fahrrad ab und wir machen jetzt klar Schiff. Einverstanden? Ja. Komm. Oh, du arme Kleine. Komm, wir machen das mal. Komm mal hier.
Upsala. Sabrina muss jetzt bei der Polizei ihre erste Aussage revidieren und nun endlich die Wahrheit sagen. Es geht doch nicht an, dass sie aus Loyalität zu ihrer Freundin sich erpressen lässt und am Ende auch noch die Schuld am Unfall auf sich nimmt. Das geht gar nicht. Rechtsanwältin Brigida Braun ist mit ihrer Mandantin sofort auf die Wache gefahren und hat Sabrinas Eltern dazugerufen. Sie hat der verängstigten Schülerin geraten, nun endlich die Wahrheit über den Unfall zu sagen. Schließlich ist sie für die ermittelnden Beamten nach wie vor die Hauptverdächtige. Und die zweifeln inzwischen an Sabrinas Glaubwürdigkeit. So, also meine Mandantin möchte, wie gesagt, jetzt rein den Tisch machen und sagen, wie es wirklich gewesen ist. Na dann, bitte, Sabrina. Ja, also in Wirklichkeit ist Tabea das Auto gefahren. Und die Geschichte mit Nick, wir haben uns das alles ausgedacht, weil wir hatten solche Angst und wollten uns schützen. Es gibt diesen Nick überhaupt nicht. Na, noch viel interessanter ist ja, dass ausgerechnet Tabea unsere Hinweisgeberin ist. Ach. Tabea hat gesagt, Sabrina ist gefahren. Richtig. Und was die ganze Sache noch abrundet, Tim Konrad unterstützt die Aussage von Tabea. Also jetzt haben wir die Konstellation, dass Tim Konrad und auch Tabea sagen, Sabrina ist gefahren. Ja, erzähl doch mal. Der Tim hat uns erpresst. Wir sollten mit ihm schlafen. Du solltest was machen? Was ist denn das für ein Schwein? Ich konnte das nicht, aber Tabea hat sich darauf eingelassen. Jetzt das ist doch richtig, ja. Liefern sie mich ans Messer. Sie haben sich verbunden. Aber du hast uns doch schon wegen diesem Nick angeflunkert. Wieso sollen wir denn unbedingt dir jetzt glauben? Herr Schuster, ich bitte Sie. Also es ist durchaus möglich und ich glaube meiner Mandantin, dass es sich genau so verhalten hat. Das bedeutet aber, dass wir dann auf der anderen Seite, Tabea und diesem Barkeeper, diesem Tim, hier eine falsche Verdächtigung haben. Also ich würde wirklich vorschlagen, in diese Richtung zu ermitteln. Darüber hinaus, haben Sie sich eigentlich schon darüber Gedanken gemacht, an welchem Auge meine Mandantin so schwer verletzt ist? Ja, das ist ja sichtbar. So, sie hat sich dieses Auge aufgeschlagen am Handyhalter, der in der Mitte der Konsole angebracht ist. Sie saß auf dem Beifahrersitz. Also ich meine, das ist ja wirklich... Das ist sehr. Ja, ich saß auf dem Beifahrersitz. Ich bin nicht gefahren. So, eine Bitte an Sie. Könnten Sie mich noch einmal zur KTU begleiten? Ich würde gerne noch einmal das Unfallfahrzeug sehen. Ich glaube, da liegt der Beweis, den ich brauche. Frau Braun, das ist gar kein Problem. Fahren Sie dahin. Da können wir sofort hinfahren. Ich musste gerade an ein Detail denken aus der kriminaltechnischen Untersuchung. Ich denke dabei nicht an die Handyhalterung, denn das wäre ja offensichtlich. Nein, es ist etwas ganz Kleines, aber Wichtiges. Wenn ich damit richtig liege, dann kann ich wirklich beweisen, dass Tabea die Unfallfahrerin gewesen ist. Rechtsanwältin Brigida Brauns junge Mandantin Sabrina Wolf wird beschuldigt, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Doch die Juristin vermutet, dass Sabrinas Freundin Tabea Schöller den Unfallwagen gefahren hat. Sie muss die ermittelnden Beamten nun unbedingt von ihrem Verdacht überzeugen. Also es geht um Folgendes. Sie haben ja das letzte Mal erzählt, dass die KTU Kratzspuren in der Matte im Fahrerbereich das gefunden hat. Ganz genau. Und in dem Zusammenhang dachte ich daran, dass die jungen Mädchen natürlich, wenn sie feiern gehen, die haben normalerweise High Heels an, genau, also, oder jedenfalls Schuhe mit Absätzen. Sehen, das sind kleine Absätze, sehen Sie das? Das sind keine breiten Absätze, kleine Absätze. Und das ist meine Idee. Aber wir haben noch etwas gefunden. Ja, wir waren zuvor hier noch mal bei der KTU und die haben uns hier einen kleinen roten Lederstreifen in die Hand gedrückt. Das rote Wildleder. Okay. Und das konnten die nicht zuordnen. Können Sie was damit anfangen? Ja. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, was es ist. Aha. Herr und Frau Wolf, erinnern Sie sich, ich war kürzlich doch am Abend bei Ihnen. Da ist doch Tabea reingeschneit, um Ihre Tochter abzuholen. Sie wollten so ein bisschen raus. Und Sie haben sich doch so lustig gemacht über Ihren Aufzug. Erinnern Sie sich? Das unmögliche Outfit, ja. Richtig. Sie hatte kleine rote Stiefelchen an. Mit einem schmalen Absatz und mit Fransen drumherum. Rote Fransen, Wildleder. Oder aber, Sabrina, hast du etwas Rotes? Handtasche, Schuhe mit roten Fransen? Nee, sowas trage ich nicht. So. Das sind Tabeas Partyschuhe. Die Polizeibeamten wollen Sabrinas Freundin Tabea Schöller nun sofort zur Rede stellen. Frau Schöller, guten Tag. Tag, Sie.
Wir würden mal gerne mit Ihnen sprechen. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. Fahren Sie nach Hause. Und die schlechte, wir brauchen die Schuhe. Meine Schuhe. Wir brauchen Ihre Schuhe für eine kriminaltechnische Untersuchung. Anhand von Faserspuren an den Schuhen können wir feststellen, wer am Tattag, also am Unfalltag, wirklich gefahren ist. Du bleib mal schön hier stehen. Sag mal, was soll denn das hier? Spinnst du? Jetzt noch? Ich habe nicht mein Recht dazu, okay? Natürlich haben wir ein Recht dazu, deine Schuhe mitzunehmen. Guck mal, hier steht Polizei drauf. Da ist auch Polizei drin. Ja, wir haben das Recht. Deine Schuhe werden untersucht. Du hast da. Wir müssen mal sowieso die Tasche. Passt das so? Ja, ja. Was hast du denn dabei gedacht, Fräulein? Jetzt mal Butter bei die Fische und jetzt nicht so eine Story. Das wäre nicht schlecht, wenn du mal die Wahrheit sagst. Würde sich auch strafmildernd auswirken. Also los. Wer ist gefahren? Ja, gut, ich bin gefahren. Lass dein Wort. Und? Ja, meine Güte, anders ging's halt einfach nicht. Und warum sagst du, Sabrina wäre gefahren? Ja, nee, Sabrina hat nichts damit zu tun, okay? Haltet sie einfach da raus. Ich bin die Einzige, die Schuld hat. Ich bin auch mit diesem komischen Barkeeper Tim in die Kiste gegangen, weil er mich erpresst hat. Sabrina hat wirklich nichts damit zu tun, okay? 'Cause if you like the way. Dank Rechtsanwältin Brigida Braun konnte Sabrinas Freundin Tabea als Unfallfahrerin überführt werden. Sabrina und ihre Eltern sind unendlich erleichtert, dass der Albtraum nun ein Ende hat. Und zwei Monate später gibt es eine weitere gute Nachricht. Sabrinas schwer beschädigte Hornhaut ist fast ganz verheilt. Sabrina. Hey, und du brauchst dein Pflaster nicht mehr drauf. Ja, super, oder? Absolut. Oh. Genial, oder? Absolut. Da schließe ich mich an. Der Arzt hat gesagt, es wird wahrscheinlich wieder komplett in Ordnung. Ganz? Ja. Mhm. Was wollen wir denn mehr? Erwartet ihr wen? Nee, ich nicht. Herr Berger. Ja, grüße dich. Kommen Sie rein. Danke, ich wollte mich mal mit der Sabrina mal entschuldigen. Und gehen Sie durch, bitte. Ja? Ich bin sofort bei Ihnen. Das ist nett, danke. Hallo. Herr Berger, hallo. Guten Tag, grüßt euch. Nicht erschrecken. Ja, ich wollte einfach mal vorbeikommen. Und schauen, weil es ja doch einiges passiert in letzter Zeit. Es ist so schön, dass Sie jetzt da sind. Ich wollte mich von ganzem Herzen nochmal bei Ihnen entschuldigen. Es ist alles so blöd gelaufen und dass Tabea das Auto gestohlen hat und damit den Unfall gebaut hat. Ich wollte mich auch entschuldigen, Sabrina. Es ist ja wirklich auch so viel passiert in letzter Zeit. Ich war im Krankenhaus, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, auch ein bisschen lautstark und ich bin einfach sehr verzweifelt gewesen. Und das war nicht richtig, dass ich dich da so angefahren habe. Ja, bist du ja die Falsche. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich verstehe das total. Wie geht's Ihrer Frau eigentlich? Ja, danke, dass Sie nachfragen. Der Kathi geht's tatsächlich besser. Sie ist in der Therapie und von Tag zu Tag geht sie besser. Oh, super. Und ich glaube, alles wird wieder gut. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja. Das ist echt spitze. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, wir auch. Und uns auch. Tabea wurde unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl in einem besonders schweren Fall und fahrlässiger Körperverletzung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Sie muss für den gesamten Schaden aufkommen. Barkeeper Tim Konrad erhielt wegen falscher Verdächtigung und Nötigung in einem besonders schweren Fall eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung.